zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch das Set of Scrapsuit von McFarlane Toys zu Avatar World of Pandora. Dieses Playset hat hier eine Größe von 22,5 in der Breite, 18 in der Höhe und 6,5 cm in der Tiefe. Sprich dieselbe Größe wie die anderen Sets in dieser Größe von McFarlane Toys. Dieses Set-Ops steht für Citation Operation, was so viel heißt wie Wahloperationen. McFarlane schreibt dazu, inspiriert von der Natur wurde der RDA Set-Ops Scrapsuit gebaut, um sowohl Über- als auch Unterwasseroperationen zu unterstützen. Dieses mittelgroße Deluxe-Figurenset mit spielbarer Artikulation und hohem Detailgrad verfügt über eine 1,25 Zoll RDA-Figur im Cockpit und einem Set of Scrapsuit mit 8 Artikulationspunkten. Ja, die Citation Operation, die Wahloperation, besteht aus einer Flotte aus verschiedenen Überwasser- und U-Boot-Schiffen, Amphibienanzügen und Unterstützungsflugzeugen für Seeoperationen, insbesondere die kommerzielle Jagd auf Tulkuns zur Gewinnung von Amrita, um die Kolonisierungsbemühungen der RDA zu finanzieren. RDA heißt so viel wie Resources Development Administration, auf Deutsch Verwaltung der Ressourcenentwicklungen. Ne? Jetzt wissen wir Bescheid. Das heißt, wir können jetzt hier ans Unboxing gehen. Übrigens, was man hier noch mit dazu sagen muss, wir haben hier keine speziellen Schwarzlichteffekte mit dabei. Das heißt, die Base und die Unterwasserpflanzen, ja, die können leuchten, zumindest zwei davon. Aber an der Crabsuit, die Krabbe, sage ich mal, seht ihr hier keine besonderen Leuchteffekte, denn es sind ja keine Lebewesen, die auf Pandora leben, sondern, ja, menschgemacht, ne? Und wir wissen, da gibt's nur wenig Leuchten. Ne? Leute, ganz viel Spaß mit diesem Unboxing. Wie immer ein kurzer Blick auf die Verpackung. Set of Scrapsuit, ne? Die Krabbe hier ganz groß zu sehen. Hier haben wir die Base und drei Wasserpflanzen. Die zwei könnten hier ein bisschen leuchten, genauso wie die Farben hier auf der Base. Die grüne Pflanze wohl eher nicht. Unsere Krabbe, mal schauen, ob wir hier und da noch einen Effekt finden, der im Schwarzlicht leuchtet. Aber ihr werdet sehen, auf der Verpackung ist hier kein Schwarzlichtzeichen drauf. Hier haben wir das Avatar. Logo, das Ganze von McFarlane Toys, 8+, also nicht unbedingt ein Spielzeug, richtet sich doch eher an Sammler. Wir haben hier eine wunderbare Fensterbox, wo ihr von oben, von vorne und seitlich reinschauen könnt. Hier auf der Seite nochmal der Titel, Set of Scrapsuit, hier ein Unterwassertierchen. Auf der Rückseite die wunderbare Welt von Pandora, beziehungsweise die Unterwasserwelt. Das große Riff haben wir uns schon angeschaut, Illu haben wir uns schon angeschaut, Skimwing. Mit Jake haben wir uns angeschaut und wenn ihr das alles habt, könnt ihr das alles zusammenstellen und es sieht großartig aus, kann man anders nicht sagen. Hier unser Set, wie es aufgestellt aussieht. Auch hier eine Stange mit dabei, damit das Ganze hier mehr oder weniger im Wasser schwebt. Also sehr schöne Zusammenstellung, aber wie schon gesagt, ohne Schwarzlicht. Keine Ahnung, ob hier vielleicht ein Schwarzlichtsymbol wäre. Hier haben wir halt den Aufkleber vom Großhändler, aber wie auch immer, wir werden es gleich selber schauen. Ich schneide es wie immer hier unten auf und hier noch der Hinweis, dass man halt die Sachen auf die Base draufstecken kann, die Pflanzen. Hat ein Copyright von 2022 bekommen und ich schneide das Ganze jetzt mal auf. Ritsch! Ratsch! Und ihr könnt den ganzen Inhalt hier ganz einfach rausziehen. Schwupps! Hier haben wir alles, so sieht es aus. Hier haben wir die Base. Die Verlängerung steckt hier schon drin und die drei Pflänzchen können wir hier auch noch draufstecken. Und die Crabsuit, ihr wisst, die gibt es auch in groß. Falls ihr es nicht wisst, dann wisst ihr das jetzt. Ich bin sehr gespannt, ob man die Figur, die man hier schon sieht, rausnehmen kann. Ja, kann man das Cockpit hier öffnen? Es sieht eigentlich nicht danach aus, aber ja, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ich bin gespannt. Also ich werde das hier jetzt mal alles losschneiden. Sind so kleine Gummihalterungen, könnt ihr durchzwicken. Und dann schauen wir uns das alles von nahem an. So, und dann fangen wir hier doch mal mit dem Kleinsten an, mit diesen Pflanzen. Ihr seht schon, ganz wild gegossen, mit einem Pink drin. Ich denke mal, das Pinke wird im Dunkeln leuchten. Eine interessante kleine Wasserpflanze mit so ganz runden Körpern, wie auch immer, können wir auf die Base draufstecken.
Dann haben wir hier ein zweites Pflänzchen, das kennen wir schon aus anderen Sets, war da auch schon mit drin und das leuchtet im Schwarzlicht tatsächlich. Ihr seht es auch in zwei Tönen Kunststoff gegossen, das Ganze ist nett gemacht, ist übrigens alles Plastik, ist kein Gummi. Dann haben wir hier noch ein bisschen Seegras oder was immer auch das hier darstellen soll, ist auch aus Plastik, ist kein Gummi, sieht aus wie so eine typische Aquarieneinrichtung. Auch das können wir hier auf die Base draufstecken. Dann haben wir hier die Base, ich meine, sie wäre was um die 10 cm lang, oder? Nicht ganz 10 cm, eine Höhe, was das angeht, mit diesem Pinökel oben drauf, 6,5 cm. Einfach, damit die Krabbe ein bisschen schwebt, was ich sehr gut finde. Ist immer blöd, wenn man die dann flach in die Vitrine oder auf den Boden legen muss. Das Ganze ist hohl, ihr kennt es mittlerweile von meinen ganzen anderen Unboxings. Auch hier wieder nett die Korallen skulpturiert. Hier haben sie ein bisschen pink bemalt. Hier haben wir so ein Neongrün und ein bisschen blau wurde hier auch drüber gestrichen. Und wir wissen, das Pinke und dieses Gelbe oder Grüne leuchtet ein bisschen im Schwarzlicht. Hier die Vertiefungen für die Pflanzen, die wir hier reinstecken können. Das ist nett gemacht, das kann man angucken. Ist in jedem dieser kleinen Sets gleich. Eigentlich sollte hier das Ganze noch sandig bemalt sein. Wartet mal, sieht man das hier nicht auch? Ja, seht ihr das? Hier ist es hell. Hier haben sie Sand bemalt, ähnlich wie bei dem großen Riff hier. Aber McFarlane hat sich das gespart. Wer das nachträglich bemalen möchte, ja, steht jedem frei. Aber ja, gut, wie auch immer, wir stecken hier mal die Pflanzen drauf. Hier stecke ich mal dieses Pflänzchen rein. Einfach draufdrücken und es geht auch total easy. Bisschen nachdrücken. So, dann sieht doch das schon klasse aus, oder? Ja, dann haben wir hier noch dieses Seegras. Ich mache es mal so rein, wie es auch hier auf der Verpackung zusammengesteckt haben. Hier haben wir dann das Seegras einfach noch ein bisschen auseinander machen, damit es fülliger wird. Dann haben wir schon mal dieses Bild, was mir sehr gut gefällt. Und hier haben wir noch eine Vertiefung. Da stecke ich das kleine Pflänzchen rein. So, Äste drücken. Und zack, fertig. Ne? Das hier ist unsere Base, wo wir dann unsere Forscherkrabbe draufstecken können. Dann haben wir hier ein tolles Playset, wie ich finde. Also optisch haut mich das hier immer weg. So, und wir schauen gleich mal, ob sich hier was im Schwarzlicht tut. Ihr seht schon, ne, die kleine Pflanze, oh, seht mal, die leuchtet hier tatsächlich rot. Dann hier das Neongrüne wird gelb. Die große grüne Pflanze leuchtet nicht, dafür aber diese Koralle oder eine Mone oder sowas. Und dieses pinkfarbene leuchtet hier auch ein bisschen. Also etwas Schwarzlichteffekt habt ihr hier schon. Aber ja, es hält sich halt wirklich sehr in Grenzen. Trotzdem, im Licht gesehen, ist es echt eine schöne Base, wo wir unsere Krabbe hier draufstellen können. Also ich finde es klasse, bin sehr begeistert von dieser Serie. Ich liebe das. Dann kommen wir hier zu unserer Setops-Krabbe, ne? Krabbenkutte. Nicht wirklich. Oh, hier steht sogar Setops drauf, alles klar. Wir haben hier gelbe Elemente und so neongrüne Geschichten, die könnten tatsächlich im Schwarzlicht leuchten. Kleines bisschen zumindest. Aber sind jetzt halt keine typischen Blacklight-Effekte. Das muss man auch dazu sagen. Das Ganze gibt es auch in groß, dann kostet aber halt auch entsprechend, ja. Die kleinen Sets sind recht günstig, die kann man sich leisten bei den großen Figuren. Da legt er halt dann schon ordentlich Geld hin, aber ja, wenn das gefällt. Also ist auf jeden Fall spektakulär gemacht. Schaut euch das an hier, ist ja der Wahnsinn, oder? Also ich kann es ja immer wieder sagen, ich freue mich so, dass McFarlane die Lizenz zu dieser Serie hier bekommen hat und ich freue mich auch sehr auf alles, was da noch so erscheint. Hier sieht man auch den Führer von dieser Krabbe. Man kann das Gesicht schön erkennen, wenn die Kamera auch dran zoomt. Jetzt glaube ich, kann man es gut erkennen. Ne? Man kann das Gesicht erkennen, man kann auch seine Hände erkennen. Ja, sieht aus, wie wenn er hier Steuerknüppel bedienen würde. Dann diese Grafik auf seinem Fenster drumrum. Ihr seht hier wirklich nette Details, was das angeht. Gefällt mir gut. Wäre toll, wenn sie hier eine LED verbaut hätten, wo dann irgendwie das Cockpit von innen leuchtet oder so. Das wäre natürlich toll gewesen. Ob es beim großen Modell so ist, ich kann es euch nicht so sagen. Hier hinten haben wir den Antrieb, diesen großen Propeller, wie man sehen kann. Also ich finde auch,
Trotz, dass das Ding so klein ist, hat es echt eine schöne Größe. So, jetzt haben wir hier 8 Artikulationspunkte. Ja, ich denke mal, man kann auf jeden Fall die Scheren hier nach vorne biegen. Ja, das kann man. Oh, hier ist sogar auch so wie so ein Zahnrad drin, was sich so stückweit verstellen lässt. Okay, man kann das hinten auch noch ein bisschen bewegen. Mit diesem Arm geht es, glaube ich, auch. Aber vorsichtig, boah, ihr müsst ja echt vorsichtig sein. Wenn es zu schwer geht, nehmt warmes Wasser, ja? Nicht so verbiegen, dass womöglich was abbricht. Das wäre echt schade. Und ja, wenn man dann die Arme hier ein bisschen ausbreitet, dann kriegt ihr schon ordentlich Volumen. Ist ja krass. Das Cockpit kann man nicht wirklich öffnen, wie es aussieht. Nee, da lasse ich mal meine Finger von. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier den Krabbenführer. Man sieht auch die Beine. Also das ist schon klasse. Meine Güte. Welcher Hersteller setzt in so ein kleines Cockpit auch noch einen Führer rein? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich finde das sau cool. Ich gehe mal näher dran. So kann man ihn, denke ich mal, auch gut erkennen. Das Gesicht, die Hände, die Arme haben sie bemalt. Der Rest ist eher dunkel gehalten. So, was können wir dann hier noch machen? Die hinteren Beine. Können wir die auch hier rausklappen? Ja, auch die. Jawohl, das geht. Auch hier haben wir so ein bisschen so Knacksegment. Ne? Kann ich das hier auch noch verbiegen? Nein, das geht nicht. Und dann die hier, kann ich die auch noch ausklappen? Ja, das geht auch. Und ich kann es auch so verstellen. Okay, aber boah, echt vorsichtig sein damit. Ich kann es ja immer wieder sagen, es ist eigentlich kein Spielzeug. Ne? Also man kann die Beine so drehen, dass man sie tatsächlich wie so eine Krabbe aufstellen kann. Schaut euch das an. Wisst ihr, was ich meine? Man kann die richtig so, ja, man kann den aufstellen. Wow, cool, der steht auch. Ne? Die Arme, ich mache sie mal ein bisschen, geht es nach oben? Ja, hier sind Balljoints dran, das kann man schon machen. Aber geht hier jetzt gerade ein bisschen schwer. Also ich traue mich da nicht zu sehr dran zu verbiegen. Ja, also ich begnüge mich mal damit, dass man es vor und zurück machen kann. Aber es kann auf jeden Fall stehen, unser Krabby, ja, unser CET. Das kann ich nicht mehr nach unten machen. Nee, aber so kann ich es zumindest aufstellen. Und sie kippt auch nicht nach vorne. Der Schwerpunkt ist knapp, ja, aber sie bleibt so stehen. Und das finde ich doch schon mal klasse. Wow, also sehr schön. Gefällt mir optisch wirklich richtig, richtig gut. Auch die Farben sehen klasse aus, wenn man es dann zum Korallenriff mit dazustellen. Auf jeden Fall. Übrigens, das Riff haben wir uns ja schon angeschaut. Ne? Das ist hier dieses wunderschöne Playset und hier können wir das dann auch mit dazustellen entsprechend. Ich habe es wieder eingepackt, denn ich habe gerade echt keinen Platz zum Aufstellen. Und ich sag ja, wenn er das dann alles noch mit dazustellt und ich habe hier auch noch den Skimwing, Jake Sully mit dabei, ne? Die anderen Figuren kommen hier auch noch. Das alles zusammen aufstellen, in der Vitrine, auf dem Schrank oder wo auch immer das euch gefällt. Leute, das ist so gigantisch. Und dieses Set hat ja auch noch Schwarzlicht bzw. lauter Lampen, die leuchten und die Geschichten dann daneben. Das ist ein Figurentraum. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Es ist bombig. Mit eines der schönsten Geschichten, die von McFarlane 2022 auf den Markt kamen. Ne? Auch hier an den Armen sieht man schöne Details, gerade wie dieses Hellblau hier aufgedruckt wurde. Nette Metallteile, die man hier noch erkennen kann. Hier die Greifhände, kann man die auch noch drehen? Oh, die kann man auch noch drehen, hier. Ja, kann man auch noch verdrehen. Ja, Wahnsinn. Das sind doch mehr als 8 bewegliche Punkte, oder? Sehr, sehr, sehr cool. Das gefällt mir hier auf der Seite. Ja, kann man auch drehen. Leute, was will man denn mehr? Was will man denn noch mehr im Meer? Sehr, sehr, sehr cool. Man kann hier die einzelnen Finger erkennen von diesen Greifarmen. Ne? Sind 3 Finger. Und die jeweils gelb gekennzeichnet. Wow, also das gefällt mir richtig gut. Dann auch hier die Beine, man sieht schön diese mechanischen Teile, schätzungsweise auch Greifer. Ich habe den Film noch nicht gesehen, darum kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber das ist schon echt cool gemacht. Auch das hier unten sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Auch wenn es relativ klein ist, ich weiß nicht, wenn ich das so messe, haben wir ja auf jeden Fall eine Höhe von 7,5 cm und eine Länge
von dem Bein bis nach vorne ungefähr 17 cm. Ja? Ja, da kannst du nichts sagen. Was haben wir hier für eine Breite, wenn ich die Arme mitmesse? Ja, da kommen wir hier auf gut 14 cm. Also so klein ist es da nur auch wieder nicht. Ne? Also ich finde es klasse, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier die ganze Mechanik kann man schön sehen. Also das macht schon was her. Ich glaube, dass das Große natürlich noch mehr Details zu bieten hat, dass das garantiert ein absoluter Knaller wird. Ich habe schon öfters gesagt, ich werde es nicht unbedingt jetzt brauchen. Und zack, war es dann in meiner Sammlung. Ne? Also mal abwarten. Ich habe das Große noch nicht live von mir gesehen. Kann sein, ich ändere meine Meinung, wenn es vor mir steht. Ne? Aber das ist schon echt eine coole Geschichte, gerade hier mit dem Steuermann an Bord. Sehr, sehr, sehr cool. Echt, ist der Hammer. Ja, und das Ganze können wir jetzt hier draufstecken. Dafür ist auch diese Vertiefung hier drin. Und das mache ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ach du Scheiße, wie soll ich denn das da reinkriegen? Ich kann es mal ganz vor, aber das ist ja, ach du liebe Zeit. Ein kleines Loch, Riesenpinökel. Ich mach's mal ganz vorsichtig. Okay. Es ist nicht ganz drin, ist mir auch relativ schnuppe, denn ich pack's später eh wieder in die Umverpackung rein. Aber so sieht das Ganze dann aus. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Das sieht ja nur gut aus. Also auch das, genauso wie die Drachenreiter, die Navi etc. ist ein tolles Set. Vor allem, man kann es halt so hinmachen, wie es euch am besten gefällt. Ein bisschen schräg drehen, gerade draufsetzen, nach oben steigen, nach unten. Ja, hier zum Beispiel, ne, so geht das ganze Ding eher nach oben. Die Base wackelt ein bisschen, wie ihr seht, ne, aber es steht stabil. Braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also ich werde das ganze Set hier auf jeden Fall noch drehen lassen in 360 Grad. Könnt ihr euch dann nochmal in aller Ruhe anschauen. So wie das Ganze jetzt hier vor mir steht, hat das Ding eine Höhe von 11 cm. Mehr ist es nicht. Ich habe hier auch noch Jake Sully auf dem Skimwing. Kann ich auch mal daneben stellen. Dann habt ihr auch noch einen Größenvergleich. Ich kann es auch miteinander drehen lassen. Dann könnt ihr euch das alles nochmal in aller Ruhe anschauen. Ne? Also ist eine schöne Geschichte. Gefällt mir richtig, richtig gut. Klasse. Schöne Erweiterung für die Welt von Pandora. Auch wenn unser Crabsuit ein bisschen wackelt. Was aber der Base geschuldet ist, ne? Gut, dann würde ich doch sagen, schauen wir hier jetzt noch das Schwarzlicht an, ob man bei der Krabbe noch irgendetwas leuchten sehen. So, ich habe es direkt vor der Kamera und leuchte das Ganze mal an. Oh, die Kabine leuchtet sehr schön hell. Boah, das kommt ja cool. Also das sieht schon wirklich aus wie unter Wasser, ne? Muss man sagen, sieht klasse aus. Das Gelb kommt natürlich auch sehr gut im Schwarzlicht, aber ist kein spezieller Schwarzlichteffekt. Aber dass das Glas hier jetzt so gut leuchtet, hätte ich auch nicht gedacht. Sehr gut, ne? Auch die Punkte hier, nee, die sind tatsächlich matt. Die sind matt, aber das Gelb hier, ja, leuchtet ein bisschen, ne? Wie man sehen kann. Und natürlich die Wasserpflanzen, beziehungsweise Seeanemonen, was auch immer, das leuchtet, ja. Aber es ist ja auch nicht speziell als Blacklight-Geschichte ausgezeichnet, von dem her ist schon okay. Aber das Cockpit haut mich hier wirklich weg, hätte ich so nicht gedacht. Ne? Das sieht aus, als ob es von innen raus leuchten würde, ja. Wo ich meinte, eigentlich sollte man da eine LED reinstecken, aber das kommt ja richtig gut. Das kommt richtig gut in diesem Schwarzlicht. Wahnsinn, schön. Ja, und damit würde ich doch sagen, sind wir durch. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Set. Gefällt mir richtig, richtig gut. Kann man toll mitspielen oder ganz einfach posen, weil, wie schon gesagt, es ist nicht unbedingt ein Spielzeug. Dafür ist das Ganze viel zu empfindlich. Wenn hier die Scheren schwer gehen, nehmt euch warmes Wasser zur Hilfe, ja, damit ihr da nichts brecht. Das wär wirklich schade. Und so klein die Figuren hier auch sind, so schön sind sie gemacht. Ja, tolle Details, muss man auf jeden Fall sagen. Und mit der Base zusammen gibt es echt ein schönes Bild. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Hier hinten ist übrigens auch noch eine Nummer drauf gedruckt, wie man sehen kann. Also echt schöne, kleine Details. Gefällt mir. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wie bisher echt alles von McFarlane zur World of Pandora. Sehr schön. Gut, ich lasse noch in 360 Grad drehen. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.